So, herzlichen Glückwunsch zurück. Ich sag mal Glückwunsch. Herzlich willkommen zurück zu Explanation Day Level 24. Ja, ich bin gerade schon im Hintergrund hochladen der vorigen Folgen. Ist ja mittlerweile Donnerstag. Hyujin. Mikrofon noch ein bisschen gerückt. Gut. Lord Game. Da waren wir. Jetzt keine Boni? Ist ja langweilig. Alter, hör auf zu schießen hier. Komm wieder hin, wenn es weitergeht. Ah. Ich will ein bisschen verstecken. Boah. Gott, die sind so weit weg, da kann ich gar nicht zielen. Es ist übrigens gerade so 16 Uhr. Ich bin doch ein bisschen zurück auf die Brücke. Ach, jetzt weiß ich doch wieder, welches Level das ist. Wow. Alle weg? Gut. So, hier ist die Luft erstmal wieder rein. Auf einer Brücke zu speichern, das ist natürlich auch echt intelligent, weil sagt mir nicht, dass die Brücke einstürzt. Mal. Da ist auch noch einer. Ich höre euch doch. Ihr Bitches. Kommt man da hoch? Die sieht so einladend aus. Oh, ja, aber kommt hoch. Wow. Ich nehme ich mal mit. Oh. Fuck. Also habe ich ja schon. Ist ja dieser. Die hier ist das ja. Wo komme ich jetzt hier hin? Ist also hier zumindest ein Ort, wo ich schon mal wieder hinkomme. Dankeschön. Gut. Das hätten wir schon mal. Ach, von der Richtung bekomme ich die Tür gar nicht auf. Ist ja nett. Komme ich wieder rauf? Ja, ich glaube, ich komme rauf. Oder auch nicht. Na gut. Lass ich erstmal. Oh, hier gibt es erstmal nichts zu sehen.
so dunkel hier? Oder das liegt einfach daran, dass noch die Sonne so hell scheint? Na gut, okay. Da können wir nicht. Hier geht's weiter. Oder war das mit der Falle? Die schießt aber nur einmal, oder? Genau. Dankeschön. So, hier waren jetzt die ganzen Räume, wo ich jeweils rein musste. Die Waffe löst echt nur ein einziges Mal aus. Na gut. Apropos Falle. Ach, das war eine rote. Das ist aber nicht so nett. Fuck. Was? Das war doch echt mit den Typen zwei Schuss. Lol. Ich dachte, die waren wesentlich stärker. Aber irgendwie. Ja, wohl doch nicht. Oder die haben nicht ihre Medizin genommen. Alter, die machen aber ja schon Damage. Fuck. Mann, ey. Wieso geht die Tür so schnell wieder zu? Geht eigentlich. Ja gut. Das war jetzt ein bisschen. Oh, Alter, nicht schon wieder rausfliegen hier. Geht doch. So, Nummer 1 erledigt. Also genau genommen Nummer 3. Diese Tür, ne? Die macht mich gaga. Genauso wie auch meine Framerate mich wieder gaga macht, ja. Uah. Meine Framerate sieht irgendwie gerade nicht ganz gesund aus, ja. Geht eigentlich. Fühlt sich wieder so stockerig an. Also von der Eingabe jetzt her. Sehr suspekt das Ganze. Aber, oh Mann. Alter, ich habe schon wieder nur noch 37%. Vielleicht hätte ich mir erstmal die Waffe holen sollen. Aber egal. So, die Tür ist jetzt offen. Ja. Och, Mann, ey.
Hä? Oh Mann, ey. Den kriegst du gar nicht. Oh, der wäre gar nicht gespeichert hier. Doch, haben wir zwischendurch. Ah, wie super. Haben wir also noch drei vor uns. Dabei, wieso bleib ich immer bei den Fenster hängen, ey? Das ist ja... Oh, Alter! Hier war doch gerade eine glatte Wand. Wo bin ich jetzt bitte schon hängen geblieben? Hä? Wollen die jetzt gerade hier verarschen? Ich bin so zurückgegangen. Denn... Ah, war ja wieder klar. Ach komm, das ist doch Bullshit. Gut, ich werde jetzt wieder nach ihrem Monster abspeichern. Dankeschön. Oder liegt daran, dass man Rechner so stark hat gerade? Auch wenn die FPS-Anzeige was anderes sagt. 70 Bilder pro Sekunde, glaubt ihr selber nicht. Hab ihr gefühlt plus auf 50 Bilder pro Sekunde. Wie? Ganz so fließend läuft das nicht. Verstehe ich gerade gar nicht. Aber gut. So, achso, wird auch der Schalter aktivieren. So, jetzt holen wir uns erst die Waffe. Mal gucken, wie viel die bringt. Wir haben 57. Ja, gut 14 Stück. Oder? Ne, 12 Stück. Ist der sich, also der zweite Ring gar nicht gelohnt. So, und jetzt geht's an die Kakodemon. Der sich hier vorne wird, glaube ich, versperrt. Ich muss also irgendwie versuchen. Ich weiß noch nicht mal, wie viele da kommen. Ah! Ah! Cool! Das muss ich jetzt noch mal ein bisschen professioneller probieren. Ah, das gelbe Ding habe ich leider nicht erwischt. Wie gesagt, ich brauche die Waffe hier. Speicher. Der rechte Stock hat auch so extrem. Ah, Mist. Na gut, also gelbe Ding holen und dann geht leider nicht. Aber ich kann mir so zumindest die Fischer vom Leib halten. Habe ich jetzt überhaupt alle erwischt? Das sind so wenige. Kann doch unmöglich alle sein, oder? Ja. Na gut, ich mache mal kurz meinen Standard-Move. Damit locken wir nämlich manuell die Viecher an, mit dem Schießen. Selbst wenn sie außerhalb unseres Sichtfeldes sind. Ich glaube, wir haben ein Problem. Man öffnet doch diese Gitter von innen wieder. Da ist doch ein Schalter dahinter, oder? Achso, ja klar. Ich finde, ich kann die auch wieder von hier öffnen, oder? Oh, da haben wir gerade mit kaputt gemacht. Nee, funktioniert. Oh, ernsthaft? Alter. Wir speichern erstmal. Also so vorbei, das ist echt voll einfach, die Viecher umzubringen. War eine gute Idee mit dem Gitter. Dass man wieder so abschweifen lässt. Also. Ja, mein Rechner ist doch niemals im Leben 40 Bilder pro Sekunde. So, und jetzt können wir nämlich von hier ganz einfach das Gitter öffnen. Ah, noch mehr hier? Irgendwas wollen? Gut. Ab nach Hause. Also, wenn man von innen kommt, geht das Ding auch wieder zu. Ist ja nice. Na gut.
Dann hätten wir es doch ganz anders machen können. Hätten wir erstmal reinrennen können, warten, bis alle drinnen sind, dann den Schalter drücken und hätten dann praktisch wieder rausrennen können. Wusste ich nicht, dass wenn man von innen rennt, die Dinger auch wieder runtergehen. Aber gut. So, erstmal gucken. Oh, komm. Wir nehmen uns hier ein bisschen was mit. Kann er nicht schaden, wird sonst noch schlecht. Das lohnt sich eigentlich noch nicht, mache ich auch noch nicht. So, jetzt ging es da hinten weiter, soweit ich weiß. Wow. Ah, fuck. Ich habe schon das Ding aufgenommen. Alter, wow, für, weiß nicht, 3 Punkte oder sowas. Was eine Verschwendung. Nein, schieß doch mal, ja. Ach. Ah. Wieder mit den Krokodilen hier anlegen. Oh, Alter. Ah, ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich glaube, das Problem tritt immer dann auf, weil das hatten wir schon. Oh, Alter, hatten wir ja schon öfters gehabt. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, wenn ich mir da kurz den Browser offen habe. Kann ich mir zwar nicht wirklich vorstellen, aber scheint wohl daran zu liegen. Weil gestern lief's ja richtig flüssig. Vor allem das Spiel selber, das läuft ja auch flüssig. Die ganzen Bewegungen im Spiel, die sind alle wunderbar flüssig. Aber meine Eingaben, die hingen immer teilweise hinterher und stockern immer. Das ist aber ganz kurios irgendwie. Oh, Alter. So, von außen kam jetzt Kakut. Davon auch noch welche, die ihren Brei abgeben wollen. Die im Senf abgeben wollen. Oh mein, Alter, ist doch nicht mehr normal hier. Das ging nicht. Ich würde das mal rauslocken. Ist doch schon wieder Bullshit hier. So, jetzt warten wir erstmal, bis die Kacke, die man da sind. Kommen die noch oder was jetzt? Na gut. Also erstmal die hier anlocken. Kommt her. Kommt runter. Kommt jetzt oder was? Was machst du denn da oben, Junge? Fuck you. So, das war in Ordnung. Jetzt kann ich mich um die Kakodemon kümmern. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass die reinkommen. Aber tun ja scheinbar gar nicht. Interessant. Und die Dinger, die konnte man aufmachen. Ah ne, die ging auf, wenn man hier drinnen war. Ach ja. Auf den Rauch freue ich mich ja sowieso schon. Genau deswegen. Oh, Alter. So, was habe ich jetzt aufgenommen? Ach, die Waffe. Was? Was geht denn? 31% Leben, das wird doch nicht. Ach, Gottchen. So. Lohnt sich das mit der Waffe überhaupt, wenn ich jetzt aufnehme? Oh. Doch, geht einigermaßen. Okay, Revenant. Wie erledige ich die am besten? Raketen kann ich nicht einsetzen, weil die zu nah sind. Hier ist doch noch gar keiner.
Vielleicht geht's doch. Okay, dann war der erste. Oh. Gut, den muss ich zuerst erledigen. Okay. Da hinten ist er. Gut, vielleicht kriege ich den ein bisschen abgelenkt, wenn ich mich hier halte. Jawohl, das funktioniert. So, jetzt nach da und Feuer! Das hat funktioniert! Holy moly! Den Trick muss ich mir merken. Habe ich so noch nie probiert, aber klappt ganz gut. So, jetzt kommt hier das nächste. Ich hasse es, wenn ich unbekannte Munition aufnehme, weil ich dann immer nicht weiß. Rifle-Magazin. Okay, Formlos-Magazin. Keine Box. Weil jetzt zum Beispiel habe ich gerade mal irgendwie 10 Stück gefehlt und wenn ich dann so eine 100er Box aufnehme, ist natürlich scheiße, falsche Waffe. Ah, leck mich. Das da. Was? Da ist noch eine Archwelt drinne? Ich glaube nicht. Aber er ist gefangen. Er kann mir also nicht gefährlich werden, solange ich ihn erledige, bevor er mich erledigt hat. Außer natürlich, da ist ein fucking... Achso, ist bloß ein Weißer. Wow, da war ja was. Mist. Jetzt habe ich mehr Gegner als aktiviert, als ich eigentlich wollte, aber der Archwell ist tot. Das ist schon mal nicht schlecht. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich sehe da keine Gegner, weil ich da irgendwas im Weg sehe, aber das war der Gegner, das war die Beine von dem Archatron, oder wie der heißt. Oh, na, dich habe ich ja gerne, ja. Boah. Noch einer da? Ja. Lebt er noch? Nein. Sehr schön. So, da gucken wir, was hier ist. Achso, so ein Viech. Gut. Guck ich einfach, was hier ist. Gut. Und jetzt kann ich den hier. Achso. Da waren auch wieder zwei. Fuck. Oh. Oh. Das war gut. Was? Achso. Ah, dankeschön. Hat mir zwar, glaube ich, jetzt nichts gebracht. Na komm. Komm. Kommst du? Alter, ich hau dich gleich. Geht doch. So, wir haben 74. Also ein Magazin könnten wir noch aufnehmen. Ne, den lasse ich mal da liegen. Wir haben bereits 100 Leben. Hier können wir auch nichts mehr aufnehmen. Da sind wir voll. Oh, passt doch. Wenn wir jetzt noch so ein 4er Shellpack finden, das hier zum Beispiel. Perfekt. So mag ich das. Möglichst effektiv die Munition, die verfügbar ist, nutzen. Okay. Zwei Kinder haben wir auch noch. Da sieht's. Was? Aber wie viel kriegen wir denn bei der Waffe? Ich kenne jetzt immer von diesem Vanilla Doom und kriegt man, wenn man so eine Waffe aufsammelt, kriegt man gerade mal einmal so Munition dazu. Also vielleicht
Alter, wir haben ja einfach viel dazu bekommen. Das, keine Ahnung, wie viele? 8 Stück? Wie viel war davon? Keine Ahnung. So, hier haben wir nochmal das. Alles andere ist voll. Plasma ist auch fast voll. Und Backpack lohnt sich auch nicht. Okay. Lassen wir also erstmal alles hier. Und begeben uns mal zu der Tür hier. Alter, diese Fliegen hier. Schade. Ich dachte, die Fliegen hauen automatisch ab, wenn man die umgebracht hat, aber die bleiben überhaupt hier. Na gut. Schade. Auch keine Boni. Gut. Also ich so, unsere Pistolen können wir auch mal wieder verwenden. Haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Weil ich jetzt auch gerade gar nicht weiß, was es überhaupt nochmal für die... Ach so, hier unten mit dem... Alter, ist so dunkel. Okay. Das ist wieder der One-Way. Einmal runter, man kommt nie wieder hoch. Was? Nett. Ach ja, das war hier mit diesen komischen, sag schon. Pinkies. Alter, diese Taschenlampenfunktion ist echt scheiße. Warum konnte ich denn jetzt gerade wieder nicht nach hinten laufen? Das ist doch scheiße hier. Hä? Ach, die Tür geht automatisch zu. Ja, leck mich. Alter, ist das behindert. Was ist das? Ja. Boah, Alter, was geht denn hier gerade ab? Ja, ich weiß, das ist gerade schon eine Verschwendung. Ja, wobei geht eigentlich. Vor allem die doppelte Schrumpflinte ist halt mit diesen Viechern halt am effektivsten. Von daher. Oh. Zwei Unsichtbarkeitsperlen. Wobei, einen habe ich ja schon. Weil man nimmt automatisch gleich beide auf. Wow. Was? Der kommt zum Anvisieren? Digga, warum kann mich der Archer anvisieren, obwohl ich unsichtbar bin? Was ist denn das für ein scheiß Magier? Wow. Ja, ist ja gut. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Der Archwell, der nimmt vielleicht so viel ab, dass wir da gar nicht reagieren können. Muss ich mal gucken, ob wir da hinten hin können. Ach, nee, geht nicht, das wird nichts. Alter, wir haben schon... Na komm. Okay, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wo der Schalter ist. Wir haben noch ein paar von diesen Kackdingern drin. Die bleiben auch da, wo die sind. Das heißt also, wir kommen nicht raus. Weil der Archwell zieht uns gleich mindestens 75 ab und die Pinkies geben uns dann den Rest.
Wir müssen also den Archwell instant erledigen, bevor er uns erledigen kann. Wieso habe ich hier nicht nachgeladen? Ich auch nicht. Na, das wird nichts. Kann ich eiskalt vergessen. Na, nimm doch mal hier. Kann ich vergessen, wird nichts. Gut. Plan B. Wie kann man hier rein? Wo ist der Schalter? Ich muss erstmal rausfinden, wo der Schalter ist. Ach hier. Ja, ja, das ist das. Okay, also merken der zweite Pfosten, also der Vollpfosten nach mir. Hä, wo denn jetzt? Wird doch nichts. Alter, so bin doch immer weg vom Schlocker nach dem Laden. Ja, wo denn jetzt? Oh, Alter, ich bin schon wieder raus, ja. Wie hab ich denn gut jetzt? Achso, ich war noch gar nicht tot. Ich hab keinen Plan, wie ich das machen soll. Alter, kick doch mal an hier, wie geht's denn hier? Das ist doch nicht mehr normal hier. Oh Alter, das gibt's doch gar nicht. Ja gut. Wie ich bereits anmerkte, ich habe keine Ahnung, wie wir weiterkommen wollen. Alter, ich sehe noch nicht mal, welche Waffe ich gerade ausgewählt habe. Also jetzt haben wir die Schrotflinte. Ah, gut so. Erstmal warten, bis das Ding weg ist. So. Da müssen wir mal wieder ein bisschen was taktisch handeln können. Okay. Also wir haben Pinkies. Die Raketen können wir nicht einsetzen, weil wir uns damit selber schaden. Kettensäge ist viel zu schwach. Das geht auch nicht. Ah, Pistole bringt auch nichts. Kann ich vergessen. Die hier hat nur 20 Schuss. Damit können wir die Horde auch nicht bewältigen. Die noch weniger, das geht erst recht nicht. Das hier könnte was werden. Das Problem ist trotzdem, dass der Archwell uns erreicht, bevor wir praktisch uns zurückgeboxt haben. Aber ich kann zumindest. Achso, kurz vielleicht. Jawohl! Eben, wir haben noch die ganz starken Waffen. Vergesse ich immer wieder. Gut, Plasma bringt nichts. Okay. Alter, der... Was überlebt denn sowas? Kann ich vergessen. Wieso überlebt der sowas? Das kriegst du gar nicht. Alter! Dieser Kack-Archwell überlebt ja echt alles. Das ist doch nicht mehr normal hier. Gut. Keine Chance. Keine Chance. Nein. Nein. Das da. Nein, 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 nein. Kommt noch mehr? Was für Scheiß, Alter. Ich wollte praktisch, ich weiß nicht, ob man es jetzt gerade noch sieht, weil wegen Unsichtbarkeitsding. Ich hatte ja gerade die Plasmawaffen und wollte die halt abfeuern und dann wechseln. Das Problem war, dadurch, dass ich die Plasmawaffen leer geschossen habe, hat er erstmal diese Nachladeanimation gemacht, bevor er gewechselt hat. Das hat mich gerade echt im Kopf und Kragen gebracht hier. Aber ich habe es doch noch überlebt. Wunder geschehen. Ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Ja gut, ich setze aber trotzdem nochmal. Weil das Unsichtbarkeitsding kann uns gut helfen, hier oben mit den Imps fertig zu werden. Weil wir irgendwie auch noch Arschwelz haben, oder?
Ja, leck mich doch. Da ist auch noch ein Archwild. Aber den können wir gut besiegen. Hä? Waren die nicht noch Imps? Ah, quatsch doch. Gut. Also wir müssen zuallererst den da besiegen. Gut, die tüpfen wir wieder auf. Das ist sehr gut. Oh, Alter. Oh, können die denn da jetzt bitte schon rein? Was? Ach ja, da kann der Monster spawnen. Lebt er noch? Für die ist mir echt keine Rakete zu schade. Arschloch. Dankeschön. So. Also diese Archviles, ey. Also Archviles und diese Lost Souls. Ich denke mal, das sind echt die... Ich weiß nicht, die mag wohl, glaube ich, keiner. Ist ja so fucking dunkel drin, ne? Guck mal. So sieht es ohne Taschenlampe aus. Man sieht einfach scheiße. Ein Glück wurde die Taschenlampe erfunden. Och Mann, Alter. Ernsthaft jetzt? Wo ist meine Waffe? Da. Nein. Du Hure. Na komm doch. Noch mehr? Nein. Gut. Okay. Wir mussten einen von den dreien treffen, glaube ich, der da oben. Nein? Ah. Und du? Was bist du? Gar nichts. Na gut. Der leuchtet jetzt auch im Dunkeln. Wow. So, da ist bloß eine Treppe. Damit geht das Ding auf. Sehr schön. Gut. Was erwartet uns jetzt hinter dieser Tür? Ich weiß es nicht. Einfach mal aufmachen. Ah, die Gefahr ist hoch. Ach. Alter, wir haben so fucking wenig Leben. Erstmal neu hinsetzen hier, ey. So, jetzt. Zweiter Versuch. Und los geht's. Ja. Nein. Fucking. Vielleicht gar nicht mal so schlecht. Bisschen von der Ferne anzugreifen, bringt uns ein paar taktische Vorteile. Außer wir bleiben natürlich wieder mal hängen. Ach Mann, ey. Schon wieder die Dinge einsetzen? Die kosten aber so viel. Ja komm, fuck off jetzt hier. Ich bin jetzt einfach nochmal zum Bild. Außerdem können die sich währenddessen wehren. Also geht das gar nicht. Nein. Nicht schießen, wo häng ich denn schon wieder? Alter, achso, hier ist überall Zaun. Mann, ich wollte ins Wasser springen. Hier ist überall Zaun. Wie soll denn hier wirklich kämpfen können? Können wir hier nicht mal eine faire Arena aufbauen? Siehste, das hier finde ich zum Beispiel fair. Ich kann euch treffen, aber ihr mich nicht. Das finde ich fair. Wo ist denn der andere? Ich mag es nicht, wenn ich nicht weiß, wo die Gegner sind. Ach, da hinten, aber doch klar. Ein Scheiß sieht man hier. Nein! Ah. Herr im Himmel, was soll ich tun? Ich versuch's nochmal. Hat funktioniert. Was ist das jetzt hier für ein Ding? Ich bin irritiert. Die funktionieren aber nicht. Oder? Wenn ich jetzt abgelaufen. Also, das ist sowas ähnliches oder das gleiche. Wie bei Doom for Doom. Nur mit dem kleinen Problem, dass das hier einen Bug hat. Also, zumindest früher hatte. Sobald ich aus diesem Status wieder rausgehe, stürzt das Programm ab, also das Spiel im Programm. Das Programm selber stürzt nicht ab, aber das Spiel stürzt zumindest ab.
Aber was natürlich ultra scheiße ist. Vor allem, wo steht das eigentlich, wie lange ich in dieser Position bleibe? Kann ich auch manuell raus, nee, ne? Hä? Ist doch keine Waffe. Was? Ich glaube, jetzt habe ich gerade komplett verbuggt. Ich habe gerade die Taste gedrückt, um... Achso, jetzt bin ich raus. Ach, geht er doch? Ach Leute, leckt mich doch am Arsch. Ist das behindert? Quick Lord, ja. Aber es scheint zumindest zu funktionieren. Hä? Wow, ist ja Zufall generiert. Ja, wo seid ihr denn? Achso, da. Hä? Ich will die Dinger abmachen. Arschlöcher. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da bin ich. Sterben, Junge! Also ist das Haus jetzt ein Himmel oder was? Braucht ihr eh nicht, bis er tot ist. God damn it! Wie lange bleibt jetzt in der Form? Nicht lange. Ich wollte gerade fragen, wie lange ich in der Form bleibe, aber die Frage hat sich leider schon erledigt. Nein! Ach Mann, Alter, ich bin doch gleich wieder tot hier. Nein, nein! Mal gucken, was ich jetzt bin. Ach, wieder das Ding. So, wir müssen erstmal alle zusammenlocken. Wobei das hier auch ein bisschen anders ist als bei Doom. Wenn ich in dieser Form sterbe, dann sterbe ich wirklich. Also ich verlasse nicht nur meine Form, weil von meine Lebenspunkte erloschen sind, sondern ich ja, sterbe halt einfach. In real life. Also jetzt nicht in real life, sondern im Spiel halt. So, das war gut. Ich habe jetzt den roten Skull. Ich kann also hier raus. Doch. Fuck. Oh, das war's mir wert. Wo war denn dieser Archertron? Archweil. Archertron war ja nicht Spinnen. Na gut, welche Taste? Das ist aber gut. Alter, ich habe nur noch 13. Alter, ich hab nicht. Na. Scheiß Archertron ist ja fällig. Ah, seht ihr, das meine ich. Sobald ich in der Form sterbe, sterbe ich auch wirklich. Alter, diese scheiß Archer-Tron, die gehen mir so hart auf die Nüsse. Nein, Mann, ich bitte! Alter, ich will das schon wieder gar nicht. Egal, jetzt speichere ich, auch wenn ich nur noch 9% Leben habe. Ich weiß, was tut man eigentlich nicht, aber in Anbetracht meiner aktuellen Situation erdenke ich das als sinnvoll. Ich hätte gerne mal wieder ein paar oh, ach Mann, Alter, jetzt habe ich schon wieder Sachen aufgenommen. Ich war doch fast voll. Sag ich doch. Da. Mir fehlen gerade mal 4 Stück, also 4 Clips, und ich habe aus Versehen so gesamtes Magazin aufgenommen. Und das ist dann natürlich ultra ärgerlich, weil glaubt mir, wenn ich euch sage, später in dem Raum, ihr wisst ja, ihr kennt das Level, das haben wir bereits in Doom for Doom gespielt, da kommt noch einiges an Monstern. Von daher müssen wir extrem vorsichtig sein, was Munitionsverbrauch angeht. Wobei ich das so
Wobei ich jetzt ja sowieso immer bin, weil ich so kleiner Messi bin. Oh. Dankeschön. Wo ist der andere da? Perfekt. Gefällt mir. Ah doch, nehme ich. So, mit ein bisschen Glück haben wir jetzt hier noch ein Health Packs. Da hinten hatten wir eins, das weiß ich. Der Stock hat so extrem. Ach ja, siehst du, wir können hier nicht sicher. Kriegen wir noch ein bisschen Punkte. In Flensburg. Was ist denn das hier? Achso, von da kamen wir. Das war die, wo wir unten aus dem Verlies wieder rausgekommen sind. Oder was, wo man das unten darstellen sollte. Wasserspeicher oder... Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das war das Ding da aufnehmen. So, nachgeladen haben wir, genau. Fuck. Ach so. Wobei mir gerade die einfällt, wir haben halt Clips haben wir jetzt voll. Wir können also von der Seite uns annähern. Perfekt. So, hier haben wir auch was verbraucht, einiges leider. Mit Raketen bin ich immer besonders sparsam. Weil, ja, Raketen kann man halt gerade für starke Gegner sehr gut brauchen, wenn man auf Distanz kämpfen kann. Distanz kämpfen kann. Also aus der Ferne halt. Klappe. So, jetzt kommen wir eigentlich zum letzten Bereich. Ach nee, halt, wir waren da ja noch gar nicht fertig. Wir brauchen ja noch die blaue Karte. Und die ist hier irgendwo. Hier ist alles so ruhig, wir können also raufgehen. Nein, das brauche ich nicht mehr. Oh Gott, aber gleich. Oh Gott, gleich zwei. Wie war das mit... Ach du Kacke. Wie war das mit starken Gegnern? Da würde ich mal sagen, auf ins Gefecht. Hä? Sind das drei? Achso, nee. Warte auf nur zwei, ich habe den anderen nur noch nicht ganz getötet gehabt. Sind denn Raketen? Ja. Ach, da oben kommt wieder Kakodemon. Darauf freue ich mich schon am meisten. Keine Boni. Ach, wir können mal zurück. Geil. Ach. Oh. Alter, wie viele sind da drinne? Oh, Alter. Ich dachte schon, es war ein Geniestreich, das Ding aufzumachen, weil wir jetzt hier die ganze Munition holen können, aber wir brauchen ja draußen mehr Munition, als wir hier bekommen. Bekommen wir überhaupt Munition? Oder verwechsel ich es gerade mit dem Level von letztens, wo hier draußen Munition war? Und in dem Level gibt es gar keine Munition draußen. Ah, super. Bitte ist das ein Health Pack da. Ist das bescheuert? Und wir haben einmal Rüstung freigeschalten. Da. Na gut. War also nicht ganz umsonst. Die hier Rüstung. Aber es war doch schmerzlicher, als ich dachte. Oder als ich gehofft hatte. So, das haben wir. Ach, schon hier war auch noch Rüstung. Gut, halt also zweimal Rüstung haben wir. Ich hätte lieber einmal eine 200er als zweimal eine 100er. Weil mit 2x100 kriegen wir keine 200, sondern jeweils nur 2x100. That makes sense. So, jetzt muss man gucken. Hier konnte man, glaube ich, wieder durchrennen. Jawoll! Das war doch ein Geniestreich. Nicht ins Leere schießen.
Na, kommt her. Ich höre mindestens noch ein. Oh, unter uns sind auch solche. Wie heißen die eigentlich, diese großen? Die hier, diese weißen Viecher da. Die weißen und roten. Achso, Quatsch, ja, Hell Knight und. Also Hell Knight war der rote. Ah nee! Alter! Hell Knight war der. Wow, jetzt bin ich wieder in der Position. Ah! Das wird uns von Nutzen sein. Eben, Hell Knight war der rote. Nee, war der weiße. Der rote heißt ja Baron of Hell oder so ein Scheiß. Ich glaube, das wird uns ganz gut helfen. Es sind einfach zu viele Gegner drin. Wir sind echt einfach zu viele Gegner. Nein. Fuck you. Stück halt einfach mal. Wo häng ich denn? Alter, ich hasse es, irgendwo festzuhängen. Das ist so behindert und beknackt. Wo bin ich denn gerade schon gerade hängen geblieben? Ich wollte eigentlich den Raum verlassen hier. Darf ich wieder die ganze Scheiße machen? Oh, Alter, ja. Ich höre noch einen den da. Ah, ich bin jetzt wieder raus hier. Wo bleib ich denn? Ach, ja, ich weiß noch, wo ich hängen geblieben bin. Oh, Leute. Aber ich weiß jetzt, wo ich hängen geblieben bin. Und zwar, wenn man die Tür aufmacht, ist hier eine Kante. Und genau hier bin ich hängen geblieben. Das ist doch nicht wahr, Alter. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt raus hier. Voila. Alter, ich bin doch unglaublich langsam in der Form. Ja, ich habe ihn getötet, Alter. Sind da mehrere? Oder? Nee. Das sind ja normale Hell Knights. Barons of Hell. Ich muss auf meine Lebensanzeige achten, weil gesagt, sobald ich in der Form sterbe, bin ich tot. Oh. Und da war es auch schon vorbei. Gut, aber ich habe den schlimmsten Gegner besiegt. Und das ist definitiv Gold wert. Ja. Das ist definitiv Gold wert, weil dieser Gegner, dieser Tauros, oder wie der heißt, in der Mythologie, keine Ahnung wie der hier heißt, der auf diesen vier Beinen, der ist echt ultra stark. Und da bin ich halb froh, dass ich den besiegt habe. Vor allem, wenn es so günstig war. Auch wenn es bei einem Level wie diesem echt scheiße ist, wenn der Rechner so stockert. Ich glaube, ich nehme am besten jetzt nur noch auf, wenn ich gerade keine Uploads mache. Weil das mit dem Browser im Hintergrund, ich schätze mal, es liegt an dem Browser. Ist echt einfach eine Zumutung. So kann man nicht arbeiten hier. Oder nicht spielen. Ob man ein Let's Play nur als Arbeit oder als Spiel bezeichnet, ist jedem selbst überlassen. Da man aber schon gewillt ist, ein bestimmtes Format abzugeben, würde ich das doch schon als Arbeit betrachten. Auch wenn es sowas wie eine Hobbyarbeit ist. Also keine, halt kein Job. Scheiße? Achso, war nicht schlimm. Sondern halt eine freiwillige Sache.
Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alle Gegner. Ich hoffe es einfach mal. Nein, wir haben fast alle Gegner. Das stimmt doch einfach mal. Alter. Geht doch. Eigentlich haben wir noch ein paar Clip-Packs irgendwo überall rumschwören, aber ich weiß derzeit bloß noch von dreien. Heißt also, wir könnten uns, ja, wir dürfen jetzt praktisch nicht mehr schießen. Aber hiervon haben wir doch eine Menge Munition umfliegen. Uah. Ja, wo denn? Oha. Der Marina! In Vollstrahl. Guckt euch die an, Alter. Die abwehren mich einfach. Wobei mir gerade einfällt, es kommt ja noch dieses extrem atmosphärische Feld, die extrem atmosphärische Map. Vor allem finde ich auch witzig, dass wenn man die Waffe wechselt, dabei auch über das Licht mit aufgeht. Da. Wow. Anno-Skript 2. Was? Auch bei Brutal Doom? Digga, ich dachte, das hier ist von Brutal Doom, die Map. Wie kann denn hier bitte schon Anno-Skript 2 sein? Das ist doch scheiße. Das ist nämlich... Hatte ich, glaube ich, schon bei Doom for Doom gesagt. Da weiß ich aber nicht, ob ich das schon wusste. Hier, das Ding. Das öffnet sich und dann kommt man nämlich... Tada! Hier rein. Aber es geht natürlich nicht, weil das Skript dafür nicht funktioniert. Wieso funktioniert das nicht? Ich bin doch jetzt gerade mit Brutal Doom, also originalgetreuer geht's doch quasi gar nicht. Ist doch Bullshit. Na gut. Also wir haben den Schalter ja legal erreicht, von daher nehme ich mir einfach mal die Waffe. Von innen kriegt man die Tür auch nicht auf. Nett. Und hinter den anderen Türen ist gar nichts. Die anderen Türen sind nur Dekoration. Soweit ich weiß. So, jetzt haben wir nochmal hier oben die ganzen Clicks and Shells und Klickedetach. So, hier war eine drinne. Dann haben wir jetzt hier noch eine drin und dann haben wir sogar noch eine zusätzlich. Ach nee, hier war nur Clips. Oh. Da sind wir doch jetzt ausgebucht. Okay. Aber wir haben eine ganze Menge von den Dingern hier. Halt, also hier kann ich richtig schön bisschen Zeug legen. Da haben wir draußen noch was. Nee, nicht. Aber bei der anderen Seite haben wir noch was. Da hatten wir noch Packung. Da oben haben wir noch mindestens zwei zu liegen. Also eine da oben, eine da hinten in der Ecke. Also wir haben von der Waffe hier noch mehr als genug. Hier ist auch noch was. Das geht. Gut, einmal kann ich auch gleich mitnehmen. Das war gerade mal eine Verschwendung von 8 Stück bei 100. Das ist tolerierbar. Und jetzt geht's ab. So, wir müssen den anderen Schalter drücken. Der funktioniert natürlich, hoffentlich. Ja. Und, die, und auf die Map freue ich mich schon richtig. Hä? Leute, das hatte ich gerade ein bisschen anders in Erinnerung. Hä? Ach ja, das war ja hier neu. Da war ja hinten jetzt dieses Außenfeld. Ja gut, denn, ja, wie mache ich das am dümmsten? Einfach erstmal wegrennen. Und dann Kopfschuss. Das Schöne ist, dass diese Monster relativ leicht sind, wenn man weiß, wie man sie umbringt. Oh, und nirgendwo hängen bleibt. Alter, jetzt bin ich auch so scheiß Pfosten da hängen geblieben. An den da, genau an den da bin ich hängen geblieben. Das ist immer so Bullshit. Weil im Echten würde man einfach ausweichen, aber ich hätte ja hier und hatte ja nur das Flugzeug nach vorne. Oh,
Ja. Wow, jetzt habe ich auch noch. Ach Mann, ist das. So, ist das ärgerlich. Nein! Das Motto ist doch. Okay, das wird nichts. Ich muss sie auf meiner Seite holen. Oh, Alter. Okay. Dann probieren wir es mal mit der Waffe hier. Gleich viel besser. Normalerweise ist es mit der hier auch kein Problem, aber der Rechnerstock hat wie gesagt so extrem. Ich habe hier drin noch gerade mal 16 Bilder pro Sekunde. Das ist nicht gerade sehr viel. Warum eigentlich? Achso, wegen den ganzen Leichen wahrscheinlich. Und für den ganzen Fliegen vor allem Ding. Weil ihr müsst bedenken, diese Fliegen sind nicht nur Animationen, sondern Achtung, Cheat-Alarm. Cheat-Modus 1. Cheat-Modus 2. Ah. Ihr seht schon an den ganzen Vierecken. Ich wollte gerade mit meinem Finger auf dem Bildschirm zeigen, seht ihr aber nicht. diese ganzen Dreiecke, die man hier sieht, das sind alles diese Fliegen. Das sind also praktisch wie Gegner. Das sind also wirklich aktive Objekte. Und das wiederum bedeutet, habe ich gerade nichts denken, dass jede von diesen einzelnen Fliegen Rechenleistung zieht. Und bei der Anzahl an Fliegen ist das eine ganze Menge. Und dafür ist Doom Engine halt eigentlich nicht gedacht. Und dementsprechend merkt man das auch relativ schnell in der Performance, dass das den ganzen Prozess relativ schnell runterzieht. Seht ihr? Jetzt sind die Fliegen weg und jetzt habt ihr auch wieder 50 Bilder pro Sekunde. Das darf man nicht unterschätzen. Oh, wir haben ja doch draußen eine blaue Rüstung. Geil! Oh, Alter, cool! Das und das stimmt mich fröhlich. Die aber nicht. Haha, ihr kommt nicht rein, ihr Bitches. Können die von außen die Tür nicht öffnen oder wie jetzt? Genau darauf habe ich gewartet. Das Witzige ist nämlich, wenn man, sobald ich die Tür öffne, versuche einem die Gegner, die Fernangriffswaffen haben, anzugreifen und greifen dabei die Tiere an, die hier vorne schon stehen. Und dadurch, dass es aber verschiedene Tiere sind, greifen die sich dann gegenseitig an. Das ist nice. Das gefällt mir. Am besten ist es, wenn hinten irgendwelche Shane-Gunner stehen, weil die machen hier vorne einfach mal alles leer. Aber auch die haben schon mal die ganzen Pinkies weggemäht. Das geht eigentlich schon. Wow, Alter, was war das denn gerade? 5 Bilder pro Sekunde, verarschen? Ich darf nicht so viel Munition verbrauchen, weil, wie gesagt, von der Schrotflinte haben wir nicht mehr so viel. Ich versuche mal lieber von der hier ein bisschen. Oder von der hier. Noch mehr? Oh! Gott, wie viel Munition hier überall rumliegt. Okay, ich glaube, wir haben doch ein bisschen mehr Munition, als ich dachte. Ja, weil ich dieses Außenfeld hier vergessen hatte. Ich hatte wieder die alte Version in Erinnerung und da war das hier alles ganz anders. Da war man praktisch... Man kommt nicht mehr rein. Are you kidding me? Gut, wir können unsere Munition auch hier draußen aufladen. Ist aber trotzdem schon arschscheiße. Er muss nämlich wieder drauf beachten, was für Munition wir haben. Mal gucken, was jetzt da draußen kommt. Also die Waffe kann ich jetzt kaum noch benutzen. Wir können bloß... Hiervon können wir noch 20 Munition opfern. Und von der hier können wir noch einiges opfern. Für den Fall, dass das ein starker Gegner ist. Hä? Hallo?
Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Okay, funktioniert nicht. Mein Leben war eine einzige Lüge. Wie kommen wir denn jetzt da rein? Aha, hier ist ein Schalter. Ah. Oh nein. Wieso wusste ich das? Okay. Planänderung. Der Cyberdemon ist mir jetzt gerade echt ein bisschen zu viel. Von daher erstmal. Hä, was war das denn gerade? Hä? Ich greife nach meinem Leben. Achso, das ist wahrscheinlich, wenn man hier diese Leiche rumliegen hat, dass man die dann greifen kann. Okay. Keine Ahnung. Oder man kann lebende Tiere greifen, weil es gibt irgendwie so eine Animation, dass wenn man zum Beispiel diese Zombie-Typen hat, dass man die dann greifen kann und rumwerfen kann. Wahrscheinlich ist das davon die Taste. Gut. Es ist alles aufgeladen soweit. Das gefällt mir. Relativ gut. Gut. Dann versuche ich jetzt mal den Cyberdemon anzulocken. Das wird mir nicht gelingen. Komm her. Hä? Fuck! Meine Idee ging nicht auf. Ist das ein Bullshit, aber wie denn? Hätte man mir früher sagen können, hätte ich noch einmal eine Rüstung holen können, einmal so eine 100er Rüstung. Jawoll! Geht doch! Und das ging sogar mit der Munition, die draußen rumliegt. Darauf bin ich gerade ein bisschen echt stolz. Nein, wir haben die Kugel eingesammelt dabei. Und das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, ey. Wir kommen auch nicht rein, weil drinnen lagen noch ein paar von diesen roten Perlen, die hätte ich einsammeln können. Komm, fuck off. Jetzt bin ich sauer. Rinder. Oh, ich lag auch noch eine Menge Munition rum. Was habe ich jetzt gerade eingesammelt? Achso, Raketen wahrscheinlich. Stimmt ja. Geil. Oh, haben wir doch eingesammelt. Fuck. Na gut. Oder ich probiere den Kampf mit dem Cyberdemon einfach nochmal. Nee. Nee. Die Folge geht schon fast eine Stunde. Reicht wieder. Man muss sie auch nicht übertreiben. Übrigens, das Witzige ist, weil ich gerade gelesen habe, dieses WIP bei den Levelnamen. Da dachte ich früher immer, das steht immer für Very Important People oder auf Deutsch Very Important Pussy, weil ich das halt so kannte. Aber dieses VIP hier hinten, naja, ist mir später eingefallen, es muss ja gar nicht immer Very Important People heißen, sondern in dem Fall heißt es einfach nur Work in Progress. Heißt also, diese Maps sind eigentlich noch gar nicht fertig. Die werden sich also später im Laufe des Level-Designs vielleicht nochmal ändern. Mal gucken. Ich spiele erstmal mit der Version. Von daher, ciao. Mit